Leute, heute zeige ich euch, wie ihr euch diese Boxer Braids selber machen könnt. Und zwar gibt es davon verschiedene Varianten und heute zeige ich euch diese hier. Und zwar ist die mit einem holländischen Zopf geflochten. Und wie ihr das machen könnt, das zeige ich euch jetzt. So, also als erstes nehmt ihr euch einen Stielkamm und zieht euch einen Scheitel, so wie ihr den immer tragt. Ich mache mir jetzt einfach mal einen Mittelscheitel. Die andere Seite könnt ihr dann einfach erstmal mit einem Haargummi festmachen, damit sie euch nicht stören. Dann fangt ihr mit der anderen Seite an, kämmt die Haare nochmal gut durch und nehmt dann am Anfang direkt an der Stirn so ein Dreieck sozusagen und teilt diesen in drei gleiche Strähnen auf. So, dann fangt ihr an, den holländischen Zopf zu flechten. Also ihr legt die eine Strähne unter die mittlere, dann die andere Strähne unter die mittlere, dann wieder die erste Strähne unter die mittlere und dann nehmt ihr dann ein paar Haare mit dazu. Dann wieder die andere Strähne unter die mittlere und wieder ein paar Haare mit dazu nehmen. So flechtet ihr das dann einfach mal immer mittig von dem abgeteilten Stück. Und ich mache das halt jetzt gerne so, dass der Zopf wirklich ganz eng ist. Ihr könnt ihn also entweder eng flechten oder halt auch danach die einzelnen Strähnen noch etwas auseinanderziehen. Das ist ganz euch überlassen. Wenn ihr dann alle Haare habt, könnt ihr den Zopf einfach ganz normal zu Ende flechten und dann mit einem dünnen kleinen Haargummi festmachen. Genau das gleiche macht ihr dann auch auf der anderen Seite. Fertig seid ihr dann mit euren Boxer Braids. So, das war mein neues Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Hier unten könnt ihr mich jetzt abonnieren und da kommt ihr zu meinen letzten zwei Videos. Schreibt mir in die Kommentare, was für Videos ihr als nächstes sehen möchtet. Und man sieht sich im nächsten Video. Tschüss!